Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Enslaved und wir bekommen da einen mächtig auf den Deckel. Da geht's ja wirklich rund. Ich muss sie finden, bevor etwas passiert. Die sind nämlich extrem hart drauf, die Jungs. Also, mir verschlägt es da die Sprache. Wir können die da kommen lassen und versuchen. Das einmal so aus der Ferne zu lösen. Ja, geht ja. Nur Munition brauchen wir halt auch einiges. Ja. Das wird doch nicht das Ende gewesen sein. Ich glaube, wir lösen gleich den nächsten Trigger aus. Auwe, auwe. Also ich bin da ziemlich oft gestorben, Leute. Das muss ich euch schon sagen. Deswegen... Muss ich mich da ein wenig konzentrieren? Weil... Leute, das ist nicht mehr lustig. Chip, ich kann dich nicht hören! So, eine kleine Ruhepause. Komm runter. Und ich glaube, da geht es gleich unisono weiter. Ja, das schaut nach einem Trigger aus, ja? Das kann ja nicht gut gehen. Der Wachturm. Scheiße, noch mehr Pyramid Max. Lass mich da zu dem Jungen.
Fuck, Leute, da geht's ja ab. Trap. Ja, okay. Leute, das wird auch nicht leicht. Verdammt. Die sind überall. Ich glaube, das muss ja mal genug sein, oder? Da hinten die Munde sammeln. Jetzt habe ich mir fast ins Höschen gemacht, Leute. Das kann nicht sein. Wir haben hier den nächsten Speicherpunkt. Gott sei Dank. So. Okay. Okay. Munition haben wir. Gesundheit haben wir, Schild haben wir aufgeladen. Ja, dann probieren wir es weiter. Als nächstes. Blechdose. Und? Noch wer? Nachschlag. Kommt. Halleluja. Und Chippy ist da drüben irgendwo. Meine Güte. So Leute, ich denke mal, wir lösen hier den nächsten Trigger aus. Und ich verabschiede mich gleich einmal vorerst. Weil wahrscheinlich geht das effektiv rasch weiter. Und ich muss dann gleich einmal einen Schnitt machen. Da ist auch noch was. Da können wir nicht rein. Also das Spiel gewinnt schon an Dynamik jetzt, gell? Ja, cool. Okay, Leute, bis gleich.